Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Morgen ist der zweite Advent und Nikolaus. Und am Nikolaustag schenkt man sich etwas. Ich habe Ihnen ein Gedicht mitgebracht, das Gedicht eines Arabers aus dem 8. Jahrhundert, der in Spanien gelebt hat. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten drei Sitzungen beschäftigen wird, nämlich die Lyrik der Araber in Andalusien, vor allem in den ersten drei Jahrhunderten ihrer Herrschaft, also vom 8. bis ins 11. Jahrhundert hinein. Und diese arabische Lyrik hat die Lyrik der Troubadoure in Mitteleuropa ganz stark geprägt. Ich finde sie auch wunderschön und bis vor meiner Reise nach Andalusien vor ein paar Jahren kannte ich sie überhaupt nicht. Die Autoren sind eigentlich ziemlich unbekannt, habe ich den Eindruck, in Deutschland. Ich habe sie kennengelernt, vor allem auch in diesem schönen Band Le Chant d'Andalou, eine Anthologie über die arabische Poesie Spaniens, 2011 herausgekommen. Und darin habe ich sehr viele, sehr spannende Autoren gefunden. Das Gedicht, das ich Ihnen heute vorstellen will, stammt von dem Begründer der muslimischen Dynastie in Spanien, Abd al-Rahman I., gelebt hatte, 731 bis 788. Es war ja so gewesen, dass die Umayyaden-Dynastie im 8. Jahrhundert entmachtet wurde von den Abbasiden und die Überlebenden dieser Dynastie flohen über Nordafrika bis nach Spanien und errichteten dort eine muslimische Dynastie, die dann in Fortsetzungen getragen von anderen Völkern, auch vor allem auch von Berbern, bis ins 15. Jahrhundert hinein, vor allem im Süden Spaniens, überlebt hat. Die in Spanien ankommenden Umayyaden aber bedauerten den Verlust ihrer Heimat, den Verlust von Damaskus, den Verlust des Orients. Und sie dachten immer wieder voller Sehnsucht an ihre Heimat zurück und dichteten nun auf eine Art und Weise, die eben anschloss an die arabische Lyrik des Orients. Abd al-Rahman, mit vollem Namen heißt er Abd al-Rahman, Ibn Muawiya, Ibn Hisham, Ibn Abd al-Malik, Ibn Marwan, war ein umayyadischer Prinz, der 750 von Damaskus über Nordafrika eben nach Spanien floh und ein Immigrant war sozusagen. Er wurde genannt der Falke der Quraysh, des Stammes der Quraysh, der Falke von Andalusien. Und er hat nun ein wunderschönes Gedicht geschrieben, das seine ganze Trauer und Sehnsucht nach dem verlorenen orientalischen Paradies ausdrückt. Ich habe keine deutsche Übersetzung gefunden, sondern nur eine englische aus dem Arabischen. Und die habe ich wieder ins Deutsche übersetzt. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Das Gedicht geht nun folgendermaßen. Eine Palme steht in der Mitte von Russafa, geboren im Westen, fern des Landes der Palmen. Ich sagte zu ihr, wie ähnlich du mir bist, fern und im Exil, lang getrennt von Familie und Freunden. Du bist aus einer Erde entsprungen, in der du ein Fremder bist. Und ich, wie du, bin fern von zu Hause. Abd al-Rahman, der Emir von Cordoba.